Was ich jetzt für Sie habe, ist ein echter Preisträger. Ein Publikumspreisträger vom Prix Pantheon 2010. Der Name ist Sebastian Puffpaff. Und bevor Sie fragen, wie viel Promille braucht man denn, um sich so einen Künstlernamen auszudenken? Es ist kein Künstlername. Ich habe nachgeguckt, finden Sie 13 Mal im deutschen Telefonbuch. Ernsthaft. Was der Kollege auch nicht wissen kann, ist, dass ich mir den Namen ursprünglich mal ausgedacht habe. Das ist auch kein Witz. Ich hatte einen Großvater, der hieß Gustav. Und als kleiner Junge konnte ich Gustav nicht aussprechen und habe den zur Freude meiner Familie immer Opa Puffpaff genannt. Opa Puffpaff. Jahrelang habe ich das, wenn ich gewusst hätte, was ich damit auslöse, meine Damen und Herren. Der Kollege hat gesagt, er hat es auf der seriösen Schiene versucht, aber sein Nachname war stärker. Und hat ihn in den Humor getrieben. Und wir können nur sagen, Gott sei Dank. Hier ist Sebastian Puffpaff. Sehr schön. Ja, also mein Name ist natürlich Dr. Puffpaff, das ist klar. Ich habe vorhin noch eine Süddeutsche hier an der Uni abgegeben und ich glaube, das wird was, ne? Spaß bei. Ich glaube, also uns nimmt ja schön. Da hinten hat es jetzt auch geschnaggelt. Gut. Das ist waberte hier so durch. Herrlich, herrlich. Also, uns nimmt ja keiner mehr ernst, ne? Wir werden nur noch verarscht. Was da draußen abgeht, uns nimmt keiner mehr ernst, oder? Ist ja Wahnsinn. Mal ganz ehrlich, wofür sind Windräder? Sag mal, wofür sind Windräder? Zur Stromerzeugung, sagt er, ne? Das ist falsch. Total falsch. Das sind riesige Ventilatoren, die hier noch so ein bisschen Frischluft unter unsere Ozonkäseglocke pressen. Ist Ihnen noch nie aufgefallen, wenn die stillstehen, haben wir nie Wind? Ja, toll, da wird geklatscht hier auch ein bisschen. Aber ne, das ist auch, und es steht auch sogar drauf, es heißt ja auch Windräder. Ne? Heißt ja auch Lichtschalter und nicht Dunkelschalter, ist genau das Gleiche. Wir werden verarscht. Und wenn Sie sich mal das angucken, wir werden in allem verarscht. Im Januar zum Beispiel, da wollen Sie uns immer vergiften. Ja, dieses Jahr im Januar, was war da? Da hatten wir Dioxin. Ne? Haben wir erst Dioxin hier im Futter, dann in den Hühnchen, dann war es in den Schweine. Wo ist es jetzt? Prost Mahlzeit. Genau. Was war im letzten Jahr? Im Januar haben Sie es auch probiert. Letztes Jahr im Januar, da hatten wir hier den Harzer Käse von Lidl. Ne? Da waren Listerien drin. Wenn Sie eine Herzschwäche hatten, hat Sie der Harzer Käse umgenietet. So sieht's aus. Ich meine, dass Harzer Käse nicht gut ist, das riecht man ja, ne? Aber dass der direkt tödlich ist, also das ist makaber. Das ist makaber. Und im Februar, was haben wir im Februar immer? Toyota. Da kommt Toyota. Ja. Dieses Jahr im Februar war Toyota und das hatten wir im letzten Jahr auch schon. Ne? Im letzten Jahr mussten die 1,5 Millionen Autos zurückrufen. 1,5 Millionen Stück. Warum? Das Gaspedal klemmte. Hör mal, da kann man doch mal vorher eine Probefahrt machen, oder nicht? Du lieferst doch hier nicht 1,5 Millionen Autos aus, bevor du mal dich reingesetzt hast. Und wer musste das dann herausfinden? Der Verbraucher, also wir. Wie hat man das dann bitte herausgefunden? Ich stelle mir das dann so vor, da wird wahrscheinlich mal so ein kleines Kind vor der Schule gewartet haben, ne? Auf seine Mutti. Da hat es gesehen, ach guck mal, da kommt die Mutti. Mutti, hallo Mutti! Mama? Mutti, ach da kommt sie wieder, ja. Mutti, ja genau, warte. Mutti, warte! Das muss man sich mal vorstellen, wie das damals war. Oder hat man das hier bei McDonald's im Drive-Thru kennengelernt dann, oder wie? Ne, hieß es dann auf einmal, ja gut, fahren Sie bitte vor zum Fenster 2. Ja, das bringe ich dem jetzt aber nicht hinterher. Toyota hatte im letzten Jahr sofort ja nachgebessert. Ne? Was war dann? Hackte die Bremse. Na super. Wie haben Sie das dann festgestellt? Stand da eine anderthalb Stunden lang in seiner Auffahrt und hat dann gesagt, Mann, 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 du hier, für Vollgas ist das aber wenig Strecke. Stellen Sie sich mal vor, wie die Dinge wahrgenommen werden, du, uns nimmt hier keiner mehr ernst. Und in diesem Jahr, im Februar, was war da, musste Toyota 1,7 Millionen Autos zurückrufen. Warum? Weil der Tank undicht war. Da hatte hier so ein Toyota einen Verbrauch von 60 Litern. Im Stand. Mit Motor aus. Na super. Das ist doch beknackt, ne? Und so geht's immer weiter, immer weiter. Und wenn Sie wissen wollen, was dieses Jahr noch auf uns zukommt, gucken Sie sich einfach das letzte Jahr an. Wie ist es im letzten Jahr weitergegangen? Da kamen hier diese Spaßvögel von BP. Ha, 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 ha. Die hatten dieses Ventil, ne? Wo dieses Öl immer fröhlich in den Atlantik lief. Das war schön, ne? Ja, diese lustigen, bunten Bilder da, die Satellitenfotos. Herrlich. Ne? Und dann haben sie gesagt, 6 Wochen lang haben sie gesagt, Ventil ist dicht. Nee. Doch. Nein. Jetzt. Ja. Nein. Doch.
jetzt, nein, warte, doch, ja, nein, warte, doch, ja, nein, doch, ja, nein, warte, komm noch, warte, warte, ja, nein, ah. Das haben die 6 Wochen lang mit uns rumgezogen, durchgezogen. Ich meine, warum haben sie damals nicht eine Kompetenz genutzt? Wir hatten doch damals noch hier diese Orakelkrake Paul. Die hätte man doch mal schön hier auf so ein Ventil flanschen können. Da hätte man mal gefragt, Paulemann, was meinst du, ist das Ventil dicht? Nee. Ne, das wäre mal. Kompetenzen nutzen, wenn sie da sind. Das ist wichtig. Nehmen Sie das hier heute mit nach Hause. Das ist wichtig. Ja, danke schön, Mutti. Aber es geht ja immer noch weiter. Es geht ja immer danach. Wer ist immer für sowas, für eine gute Verarsche zu haben? Hä? Die Deutsche Bahn. Was die sich da immer ausdenken. Also, da hatten sie im letzten Jahr hatten sie diese Klimaanlage, ne? Die nur bis 30 Grad kühlt. Freunde, ich baue auch nicht eine Heizung, die nur bis 15 Grad wärmt. Ja, oder ein Herd, der nur lauwarm macht. Ja. Und wo testen die Dinge eigentlich? Ist das irgendwo in der Halle, ohne Wetterbedingungen? Und die allgemeine Regel heißt es dann, bloß nicht anfassen, bloß nicht anfassen. Nicht anfassen, das, nicht anfassen. So ist das, oder? Und was kam danach? iPhone, sehr schön. Ein mobiles Telefon, ja, was man nicht anfassen durfte. Ein Handy, wo die Antenne nicht funktionierte. Schwierig, sehr schwierig, sag ich mal, sehr schwierig. Sie wissen, wenn das geklingelt hat, standen Sie mal davor. Hey. Ja, weiß ich nicht. Ne? Saublöd von der Außenwirkung, saublöd. Deshalb mein Aufruf hier heute, stellen Sie alles in Frage, alles. Hat er das geschrieben oder hat er das nicht gemacht? Ne? Oder was soll das alles? Stellen Sie alles in Frage. Und es gibt sehr schöne Fragen da draußen. Ne? Wie zum Beispiel, wer hat das ABC sortiert? Das ist eine schöne Frage. Das muss Sie doch auch einfach mal interessieren. Ne? Saßen da 2 Typen mit einer Buchstabensuppe in der Hand und haben dann gesagt, komm, wir packen das A nach vorne und das Z nach hinten, oder wie war das? Warum bitte ist in dem Wort Lispeln ein S? Naja, nee. Moment. Sie lachen einfach so, aber stellen Sie sich mal vor, Sie sprechen so, dann kommt einer an, hör mal, was hast du? Ja, ich lispel. Warum hat man es nicht Cholera genannt? Da wäre der raus aus der Nummer, ne? Sag mal, was hast du? Ich hab Cholera. Dankeschön und tschüss. Aber nein, ich lispel. Wir haben im Kühlschrank Licht, in der Tiefkühltruhe aber nicht. Warum? Warum? Siehst du? Denk mal drüber nach, Mann. Wieso steckt eigentlich schon in dem Wort sterben, erben? Denken Sie drüber nach. Dankeschön. Sebastian Puffpaff. Ja, sein aktuelles Programm heißt Warum? Es gibt sehr viel mehr Fragen als Antworten, meine Damen und Herren. Und deshalb heißt es ja im Bundestag auch nicht Antwortstunde, sondern Fragestunde. Aber wir sollten mit der Nörgelei jetzt auch mal gut sein lassen und mal das Positive herausstellen. Es gibt Aufschwung, Sie wissen es alle. Letzten Herbst schon haben Sie bekannt gegeben, dass es im Sommer eine Rentenerhöhung um 0,75% geben wird. Ich finde es gut, dass sowas auch mal langfristig bekannt gegeben wird. Damit die Rentner sich auf den Geldsegen auch mal einstellen können. Bei der Durchschnittsrente von 1.000 Euro sind das immerhin 7,50 Euro im Monat. Der eine oder andere ist schon überfordert, wenn er plötzlich mit so viel mehr Geld auskommen soll. Und bitte verkneifen Sie sich jetzt jeden Witz darüber, dass man sich für 7,50 Euro nicht mal eine Lupe leisten kann, mit der man die Erhöhung überhaupt wahrnehmen kann. Damit beleidigen Sie dann wieder ganz andere Berufsgruppen. Wussten Sie zum Beispiel, dass niedergelassene Hausärzte für 7,50 Euro fast 2 Stunden arbeiten gehen müssen? Ich habe das nicht gewusst. Also bis vor kurzem, da war eine Demo in Essen, eine Ärzte-Demo, und bei mir in der Zeitung war ein Foto drauf, ein Arzt mit so einem Holzkreuzdrucker vor sich auf der Ärzte-Demo, da stand drauf, Hausarzt gleich 3,99 Euro in der Stunde. Ich habe nicht gewusst, dass Sie als Aufstocker arbeiten. Ja, jetzt mal ernsthaft, der Mann würde doch mehr verdienen, wenn er in seine eigene Praxis putzen ging. Ich war völlig geschockt. Ich habe den Artikel sofort komplett gelesen, habe dann gelesen, dass die Hausärzte im Schnitt nach Abzug aller Kosten für die Praxis 10.000 Euro im Monat haben. An Gewinn. Bei 3,99 Euro Stundenlohn. Das heißt, der arme Mann geht ja 2.500 Stunden arbeiten im Monat. So möchte ich auch nicht leben, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Da kommen Sie mit einer 40-Stunden-Woche, kommen Sie da nicht weit. Das sind 80 Stunden. Am Tag. Dann hoffe ich jetzt immer, dass die unseren Blutzuckerspiegel nicht mit denselben Methoden berechnen.
Aber alles wird erhöht. Hartz IV wird erhöht um 5 Euro. Dann viele auch gemeckert, 5 Euro, das ist doch nichts. Das ist aber doch viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Man muss auch mal dahinter gucken. Das ist doch jetzt endlich mal transparent berechnet worden. Das Verfassungsgericht hat doch eingeklagt, das muss Transparenz haben. Also, in dem alten Satz von 359 Euro, da waren 14 Euro im Monat für Alkohol und Zigaretten mit dabei. Und da hat die Arbeitsministerin Frau von der Leyen jetzt gesagt, das gehöre nicht zum Existenzminimum. Es gibt eine Reihe von Abgeordneten, die haben gesagt, das sehen wir völlig anders. Aber das hat nicht gezählt. Die 14 Euro sind komplett gestrichen worden. Saufen sollen sie noch, also gibt es 2,99 Euro im Monat für Mineralwasser. Ganz offizielle Zahlen. 14 Euro runter, 2,99 Euro rauf. Das heißt, eigentlich hätte die Pauschale um 11 Euro gesenkt werden, Gesundheit. Ne? Eigentlich hätte die Pauschale um 11 Euro gesenkt werden müssen. Sie haben sie aber um 5 erhöht. Das heißt, statt 11 Euro minus 5 Euro mehr sind eigentlich 16 Euro mehr. Ja, und das sind dann schon 4,5% Erhöhung. Wann haben Sie zuletzt so eine Lohnerhöhung bekommen? Man muss es aus dem richtigen Blickwinkel betrachten, meine Damen und Herren. Diese neue Statistik, die da vorgelegt haben, das ist ja so transparent, das ist schon fast durchsichtig. Man lernt auch so viel übers Leben. Wussten Sie, dass ein 14-Jähriger im Monat für 27,50 Euro weniger isst und trinkt als ein 15-Jähriger? Ich habe das nicht gewusst vorher. Aber vom 15. Geburtstag an essen und trinken die plötzlich mehr. Das haben die rausgefunden im Arbeitsmarkt. Das haben die mit einer langen Untersuchungsreihe an den Kindern von der von der Leyen, haben die das. Ja. Falls Sie jetzt da zu Hause so einen 13-Jährigen rumlümmeln haben, der so viel frisst wie ein 15-Jähriger, dann sollten Sie doch vielleicht die siebenfache Supermutti mal anrufen. Vielleicht kann sie Ihnen Tipps geben, wie Sie Ihrer Haushälterin und Ihrem Kindermädchen bei der Arbeit helfen können. Vielleicht kann sie Ihnen auch gleich erklären, wie Sie die 2,68 Euro sinnvoll einsetzen können, die pro Monat für die Praxisgebühr einkalkuliert sind. Sie wissen, da ist ja im Quartal 10 Euro Praxisgebühr, 3 Monate Quartal, 10 Euro durch 3 ist 2,68 Euro, klar. Ja, da sind ja nicht nur Statistiker beteiligt, auch Statiker arbeiten damit. Aber auch das Problem lässt sich leicht lösen. Sehen Sie mal, Sie können doch als Hartz-IV-Empfänger einfach die Krankheiten in die ersten 3 Quartale legen. Da müssen Sie in den ersten 3 Quartalen zum Arzt. Sie haben noch Zeit genug und rauchen und saufen tun Sie jetzt eh nicht mehr. Da brauchen Sie im 4. Quartal gar nicht zum Arzt und haben dann noch 1,68 Euro über. Das können Sie für Mineralwasser wieder ausgeben. Und wenn Sie jetzt fragen, was ist das eigentlich wieder für ein Quatsch, den der Pispas sich da heute zusammenrechnet? Da muss ich Ihnen völlig recht geben. Ja, das ist Quatsch. Und zwar ganz offizieller Arbeitsamt-Statistik-Quatsch, meine Damen. Arbeitsministerium-Statistik-Quatsch. Das sind hochbezahlte Leute, die sowas ausrechnen. Die arbeiten nicht für 5 Euro in der Stunde. Da wollen Sie mal keine Sorge.